Geht also jetzt hier mal darum, wie man aus einer Punktwolke einen richtigen Kopf oder Teile eines Kopfes bekommt. Diese Punktwolke ist also im deutschen Forum aufgetaucht, wo auch immer die herkommt. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich einen Körper draus? Fangen wir zunächst erstmal damit an, dass ich sage, eine Punktwolke, wie bekomme ich die einzelnen Knoten raus? Und ich mache das so, ich zeige hier mal die Kommandos und schreibe das dann alles auf meine Webseite drauf. Erste Möglichkeit ist einfach hier zu sagen, aus dem aktiven Dokument hole ich mir den Kopf 960-1 und da gibt es eine Eigenschaft Points und die ist jetzt in die Variable PC reingeschrieben. Wenn ich das hier eingebe, dann sehe ich, da ist was da und mit Länge von PC bekomme ich 520 Punkte. Ja, so, jetzt wäre die ganze Geschichte, jetzt möchte ich gern wissen, in welcher Anordnung sind die gegeben. Es könnte ich sagen, 520 lässt sich ja irgendwie sinnvoll teilen. Also zum Beispiel wäre eine Möglichkeit zu sagen, das sind vielleicht 52 Punktmengen mit jeweils 10 Punkten, die einen Sinn ergeben. Ich habe eine kleine Methode, die einfach diese Liste von Punkten in Gruppen zerteilt und die dann unterschiedlich färbt. Und das machen wir mal. Wir gehen mal in ein neues Fenster rein hier und feuern mal diesen Befehl hier ab. Dauert einen kleinen Moment und dann kommt das raus. So. Das sieht schon irgendwie nach einem Muster aus, aber ist eigentlich nicht so richtig zu gebrauchen. Also was wir hier erkennen, hier oben gibt es solche Linien, aber was innen drin hier passiert, das ist ein heilloses Durcheinander. Damit kann man also nichts anfangen. Also, nächster Versuch wäre jetzt zu sagen, ich probiere mal, ich könnte ja 520 auch schreiben als 13 mal 40. Also nehme ich den Befehl her und mache dort draus eben 13 mal 40. So. Und das sieht natürlich schon viel schöner aus, nämlich ich sehe jetzt, ich habe hier schon geschlossene Linien, die gehen hier rum. Und ich habe dann noch irgendwelche Linien, die nach oben gehen. Also Höhen- und Breitenlinien. Allerdings, was mich stört, ist eher in der Mitte. Da ist irgendwas Besonderes drin. Und wenn ich genau hinschaue, sind auch hier vorne diese Linien. Da gibt es welche, die gehen rund um den Kopf und andere hören hier so kurz vor der Nase auf. Also auch nicht besonders schön. Das Ganze ist natürlich eine Spielerei, ne? Man könnte jetzt auch sagen, ich mache nochmal einen falschen Ansatz. Man könnte es auch in 20 mal 26. Und da merkt man, boah, das ist wieder total krass. Das hilft uns überhaupt nicht. Das ist so ähnlich wie damals 52 mal 10. Bringt nichts. Ein weiterer Versuch. Und da drehe ich diese Zahlen mal rum. 26 mal 20. Und jetzt sehe ich, das sieht doch schon wunderbar aus. Das sieht jetzt echt aus wie ein Kopf. So. Das heißt, ich erkenne jetzt hier drin, eine vernünftige Anordnung. Es gibt Linien, die gehen seitlich herum und es gibt Linien, die gehen von unten nach oben. Und das ist jetzt quasi ein Gittermodell von meinem Kopf. Mit dieser Information kann ich also jetzt arbeiten. Das heißt, ich weiß, diese Punktmenge vom Kopf ist aufgeteilt in einem Muster 26 mal 20. So, wenn ich das habe, kann ich jetzt sagen, es gibt hier drin solche Rechtecke und bei einer Freiformfläche, wenn ich davon eine Freiformfläche mache, dann nennt man sowas Segmente. Ich habe jetzt ein kleines Skript geschrieben und dieser kleine Skript, der funktioniert so. Dass der mir jetzt die Segmente von 4 in der horizontalen Richtung, also ein Segment und in der vertikalen Richtung
zeichnet er mir 5 Segmente nach oben. Schauen wir uns das mal an. Das ganze Teil sieht jetzt so aus. Und was wir jetzt hier sehen ist, muss man hier diese ganzen Dateien zumachen. Was wir jetzt hier sehen, ist für die NURBS die Pole. Das sind also die Punkte, die die Fläche berechnen. Die kann man hier ein- und ausblenden. Und so sieht die Fläche insgesamt aus. Kann man sich schlecht vorstellen. Gehen wir nochmal zurück hier in dieses Fenster, wo wir den ursprünglichen Kopf hatten. Das ist alles, die können wir alle mal zumachen hier. Also nochmal in dem Skript. Dann lasse ich jetzt diesen nochmal laufen. Das sehen wir, das Teil liegt jetzt hier drauf. Und jetzt wird auch die Schreibweise klar. 4, das bedeutet also, wenn ich jetzt von hier vorne, von der Stirn aus, das ist die Mitte, 4 nach zur Seite gehe, 1, 2, 3, 4, vierter und plus 1, 5 Punkte und das andere ist von unten hochgegangen, 1, 2, 3, der vierte Punkt und dann 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Das ist genau die Fläche, die wir hier stehen haben. Jetzt machen wir gleich mal das nächste Beispiel. Jetzt suchen wir noch ein weiteres Segment. Das schließt sich jetzt an. Das geht also ab der Spalte 5 los. Also ab hier geht es 2 nach rechts und nach oben wieder 5 Stück. Und dann haben wir jetzt sowas. Das ist also die zweite Fläche. Und ich habe in dem Skript immer gleich Folgendes gemacht. Wenn ich die Fläche ausgerechnet habe, dann wird auch gleich ein Offset erzeugt. Also mit dieser Methode. Und da hat man dann gleich einen Volumenkörper, den lassen wir uns jetzt mal ausrechnen. Und dann sehen wir jetzt diese beiden Segmente, die wir hier haben. Die liegen jetzt so da. Das sind nochmal die Flächen. Und die liegen jetzt so da. Und ich blende die mal wieder ein und mal den Quader dazu, den blende ich auch ein und jetzt suche ich dieser Quader, das ist wahrscheinlich irgendein Ersatzteil, das dieser Person hier eingesetzt werden soll, irgendeine Kiefernstütze. Machen wir es jetzt mal so, dass wir ja, den müssen wir ein bisschen verschieben, dass er ein bisschen reinrutscht. So, denke ich mal, ist okay und dann, ich mache es mal ein bisschen kleiner noch und bringe den hier rein. So, das wird also genau jetzt hier reinschneiden, dann sage ich okay. Gut. Wir haben also hier die beiden Segmente vom Schädel und das erste, was wir machen, ist, dass wir die beiden Segmente vom Schädel mal zusammensetzen. Und haben natürlich gleich einen Fehler. Das ist ja komisch. So, ich probiere mal andere Werte. Das wird jetzt ein bisschen eng. Ich mache den etwas größer. Das heißt, wir haben hier immer 3 Segmente pro Platte, das ist ein bisschen mehr. Und jetzt kann ich die beiden Objekte mal vereinigen. So, dann
kompletten Kopf raus. Dann sehen wir jetzt hier diese beiden Stücken, die Fusion dazu. Schauen mal, ob das eine richtige Fusion ist. Ah, dauert jetzt wieder ewig. Doch, ist fertig. Okay, und dann schneiden wir jetzt hier mal den Balken raus. Jetzt wollen wir den hier noch ein Stück verschieben. Hier rein. Okay, und dann Fusion minus diesen Cube. So. Und dann haben wir hier also ein Stück von dem Schädel, aus dem wir jetzt hier den Quader ausgeschnitten haben. Sehen wir den nochmal. Transparenz machen wir hier mal 70%. Da können wir reinschauen. So, dann ist alles da. Und wie gesagt, hier oben drauf, dieses Orange, das ist das Gitter, was. Das sind die Pole, die zur Berechnung der Freiformfläche wichtig sind. Und diese Pole kann ich jetzt nachträglich auch ändern. Und damit kann ich diese Fläche auch noch an manchen Stellen weiterwölben. Schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele an. Also ich blende das hier mal wieder aus und habe hier nochmal eine Gruppe. Das sieht man auch ungefähr, wie schnell das geht. Das sind also jetzt hier ein Intervall, das bei den Koordinaten 0 und 3 liegt, Kantenlänge 2 und 1 und so weiter. Hier der komplette Schädel nochmal und dann sehen wir, diese Teile liegen jetzt hier unten in diesem Bereich. Und die können wir uns jetzt auch nochmal einblenden lassen. Und das sind immer komplette Offsets. Das heißt, das sind immer Flächenstücke, die in eine Richtung irgendwie 1 mm oder sowas extruiert sind. Genau, 1 mm sind alle da. Und jetzt machen wir nochmal ein großes Objekt. So, und dann sehen wir, das ist also jetzt schon fast der gesamte Schädel. Da fehlt jetzt hier vorne noch diese eine Spalte. So, da können wir jetzt einfach hergehen, könnten so, und da gehen wir jetzt auf 21. Und dann haben wir den Schädel fast geschlossen und wir könnten natürlich auch nach oben gehen und können so aus der 13 machen wir jetzt hier eine 15. So, jetzt fehlt ein letzter Schritt. Bei dem letzten Schritt passiert jetzt Folgendes. Es müssen diese Flächen dann geschlossen werden. Dann sprechen wir von einer geschlossenen Freiformfläche. Und hier oben haben wir natürlich eine Polarität. Hier, wenn wir das zusammenbringen, dann entsteht hier irgendwie immer ein kleines Restloch, auch wenn das 0 ist, gibt es da ein bisschen Schwierigkeiten. Das heißt, da ist am besten, man findet hier oben einen idealen Kreis und dann kann man diese Decke hier oben einfach mit einem normalen Flächenbilder, also mit dem Werkzeug hier einbauen. So, am Ende nochmal das gesamte Ergebnis, also hier nochmal der fast geschlossene Schädel. Insgesamt, ich habe hier auch jetzt nochmal diese Farbenlinien, die wir am Anfang generiert haben, eingeblendet. Den Schädel blende ich hier nochmal aus. Den ursprünglichen Kopf blende ich aus. Und jetzt sehen wir also hier den gesamten Schädel. Wir sehen hier drin die Fusion von zwei Auswahlen aus diesem Schädel, von dem wir hier unten den Cube ausgeschnitten haben. So, das heißt, wenn ich also ein vernünftiges Punktmodell von meinem Körper habe und ich kenne die Anordnung, die Reihenfolge, wie diese Punkte aufgespannt sind, dann kann ich daraus relativ einfach ein Freiformflächenobjekt machen, kann das zerlegen in einzelne Teile und kann diese Teile bearbeiten und könnte die dann halt dann auch fertigen.
Also, was wäre das? Für mich ist das jetzt sozusagen als erstes ein Objekt, das man zum Beispiel aus Vollmilchschokolade machen könnte. Ein Weihnachtsmann, in dem man hier einen Quader einsteckt, wozu auch immer.